Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Bastelidee bei meiner 100 Euro Bastelbedarf Challenge. Ja, es geht weiter. Und was brauche ich dieses Mal? Dieses Mal benötige ich wieder einen Kartenrolling. Ich habe mich wieder für Grau entschieden. Ich arbeite mit dem bunten Regenbogenpapier. Und zwar habe ich mir da schon ganz viele Kreise ausgestanzt. Da sind sie alle. Wer keine Stanzmaschine hat, der nimmt ganz normal Zirkel und schneidet die sich dann eben aus. Ich habe dieses holographische Papier genommen. Ich brauche dann noch so einen Rest. Das ist aus meiner ersten Anleitung. Ich habe die Brads, die Klebepunkte, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe wieder die Rubbelbilder. So, wir machen Kartengestaltung. Ich liebe es, Karten zu gestalten. Von daher denke ich mal, wird der größte Teil mit Kartengestaltung zu tun haben, aber es kommen natürlich auch andere Dinge. Aber heute habe ich Lust auf Kartenbasteln und von daher starten wir. Ich habe mir hier so ein Stück schon zurechtgeschnitten und das werde ich jetzt hier auf meine Karte aufbringen und ich werde das Ganze so zurechtschneiden, dass ich oben, unten, links und rechts wieder so einen kleinen schönen Rand habe und das werde ich jetzt erstmal tun. Bevor ich mir das auf die Karte klebe, nehme ich meine Punkte und platziere die hier so schön drauf. Und zwar werde ich die jetzt so... Ah, die passen genau drauf. Okay, ich wollte die nämlich so ein bisschen halbieren und so ein bisschen unterschiedlich machen. Muss ich mal gucken. Also, dass die immer versetzt sind, auch die Farben. Nicht, dass das jetzt so nach Farbverlauf, das will ich nicht. Das soll schon kunterbunt sein. Ja, so geht das. Wenn ich das hier reinsetze, dann bin ich wieder... Mal gucken, wie ich das anordne, wie es am besten aussieht. Schauen wir mal. Jedenfalls bringe ich die Punkte jetzt hier oben auf mein Stück Papier drauf. So, das sieht schon mal richtig gut aus, wie ich finde. Und jetzt geht es weiter. Jetzt benötige ich erst einmal meine Brads, zumindest einen davon. Und ich entscheide mich mal, weil es ja zum Geburtstag sein soll. Ich mache rot, die Herzen. Das brauche ich schon mal. Das nehme ich und kürze es mir auf so anderthalb Zentimeter. Dann schneide ich mir hier vorne so eine Zacke rein. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Ich gehe hier so ungefähr einen Zentimeter rein. Und mache links und rechts im gleichen Winkel, schneide ich dann zur Mitte. Dann nehme ich das und halte das hier an und gucke, wie weit ich hier reingehen kann. Bevor ich hier was abschneide, gucke ich erstmal bei meinen Rubbelingen, die Rubbelinge Thema Geburtstag. Was ich hier so drauf rubbeln könnte. Silber wird nicht auffallen. Ich werde mich für Schwarz entscheiden. Und ich brauche was Kleines. Gratuliere. Das passt drauf. Gratuliere und das Geschenk. Das passt drauf. Ich schneide mir also die Rubbelinge aus. Zuerst setze ich mir hier vorne das Geschenk drauf.
Sieht das nicht toll aus? Sieht doch echt toll aus. So, jetzt habe ich hier mein Brett. Dafür mache ich mir jetzt hier hinten ein kleines Löchchen rein. Mach den einmal durch. So. Das passt. Und jetzt muss ich an derselben Stelle, wo ich das dann hier anbringen möchte, auch so ein Loch reinmachen. Ich kürze mir hier hinten aber erstmal ein bisschen das Papier, was übersteht. Das mache ich ab. So. Und jetzt gucke ich, wo will ich das hier anbringen. Mehr so am Anfang, mehr unten hin. Ich will es aber gern hier oben haben. Und ich mache mir jetzt hier auch so ein Loch rein, wo ich den Thread dann durchstecken möchte. Also das mache ich dann hier zwischen diesen beiden. Ihr könnt auch was anderes nehmen. Man kann hier auch so eine Prickelnadel nehmen zum Beispiel. So. Und dann steckt man den Thread einfach durch. Und klappt den hinten einmal rum. Ich würde jetzt so basteln, wenn ich keine Kamera an hätte, dass ich mit dem Gesicht fast da drüber bin. Das habe ich mir irgendwie angeeignet. Von daher ist es immer etwas schwieriger, wenn die Kamera vom Gesicht ist. So, und da wäre das schon mal fertig. Sehr schön. Finde ich richtig gut mit dem holographischen Hintergrund. Müsste man mal umgekehrt probieren, ne? Das bunte Hinter- und das holographische. Werde ich vielleicht mal machen. So, jetzt haben wir hier die Karte. Und dafür nehme ich jetzt meine Punkte. Ich würde jetzt die Punkte nehmen. Die gibt es ja auch in größer. Da die aber jetzt zu klein sind, nehme ich jetzt alternativ aus meinem Bastelbestand dieses Foam Tape. Das hat Folia, glaube ich, auch. Habe ich, glaube ich, auch gesehen. Und dann mache ich hier unten einmal so einen Streifen hin. Und dann mache ich das hier oben einmal hin. Ziehe das ab. Und platziere das Ganze auf meiner Karte. Wow, sieht das gut aus. Echt. Also da bin ich jetzt wieder begeistert, weil durch dieses ja, richtig. Richtig toll. Und ich muss jetzt mal sagen, meine Meinung zu den Rubbelingen. Es ist ja das erste Mal, dass ich hier mit diesen Rubbelingen arbeite, auch schon bei der ersten Karte, die ich gestaltet habe. Und es macht richtig Spaß. Also ich werde in Zukunft sehr viel mehr mit Rubbelingen arbeiten, weil es ist echt toll. Ist eine super gute Alternative zu meinen Schriftzügen, die ich da immer ausstanze. Finde ich mega, diese Rubbelinge. Und ich habe ja hier bei Folia, mal gucken, was habe ich hier noch. Ich habe das Thema Danke. Vielen Dank, danke. Und wie gesagt, Geburtstag. Da gab es, glaube ich, sogar noch welche. Also richtig toll. Und das funkelt schön. Sehr schön. Jetzt müsste ich theoretisch auch da noch einen Briefumschlag dazu gestalten. Werde ich auch machen. Einfach, damit man mal sieht, was so möglich ist. Ich habe ja noch ein bisschen am Bastelbedarf da. Von daher kann ich ja alles austesten. So, meine Guten. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Es hat euch Spaß gemacht. Und wie immer, Produkte unten verlinkt, wenn ich sie dann im Internet finde. Ansonsten einfach mal in euren Bastelläden, wo ihr immer hingeht, danach fragen und gucken. Und ja, das war's. Bis bald, eure Katrin.